Herzlich willkommen! Du willst schnell Noten lernen? Countdown läuft. Das ist ein schnelles Lernvideo für Noten. Wenn du es genauer wissen willst, dann kannst du gerne hier unten in meinem Blog noch genauer weiterlesen. Aber in wenigen Minuten, das kann ich dir jetzt schon versprechen, wirst du verstanden haben, wie das Ganze mit den Noten funktioniert. Ich habe dir dafür mal diese Ansicht hier vorbereitet und ich drücke jetzt einfach mal das mittlere C. Dann siehst du oben in der Mitte, da steht C, C3, also so das dritte C, also das mittlere C ist das. Und du siehst oben links in den Noten, dass dieses C einer bestimmten Note zugeordnet ist. Und das ist eine Note, die das obere Notensystem vom unteren Notensystem trennt. Also dieses C liegt genau in der Mitte. Und wenn ich mich jetzt von diesem C nach unten bewege, dann wird dem immer eine tiefere Note zugeordnet. Je weiter ich runterspiele, genau. Und wenn es nicht mehr weiter geht, dann nimmt man hier Hilfslinien und das geht einfach so weiter, bis dann irgendwann die Tastatur zu Ende ist oder der Bildschirm hier nicht mehr weitergeht. Und entsprechend ist es umgekehrt, wenn ich hier von diesem C nach oben spiele, dann wird dem immer eine andere Note hier oben im sogenannten Violinschlüssel zugeordnet. Keine Angst, wenn du ein paar Mal Noten gelesen hast, dann wirst du diese einzelnen Notenlinien direkt Tasten zuordnen können. Aber ich verrate dir jetzt mal ein paar Eselsbrücken. Die erste Eselsbrücke kennst du schon. Das hier, das ist das C. Das ist quasi die Note auf der ersten Hilfslinie und die trennt das obere Notensystem vom unteren Notensystem. So, dann gibt's hier das G. Und was du vielleicht noch nicht gewusst hast, dieses Zeichen da links, das ist ein sogenannter Notenschlüssel und im oberen Notensystem heißt dieser Notenschlüssel G-Schlüssel. Warum? Weil er das G einkreist. Das kannst du dir dann immer ganz einfach merken. Das links ist ein Notenschlüssel, sieht aus wie ein G, kreist das G ein, also ist diese Notenlinie ein G. Das, was darunter liegt, ist dann entsprechend ein F, ein A oder hier ein C. Du kannst dir ein paar wichtige Noten einprägen, wie zum Beispiel hier das C im zweitobersten Zwischenraum oder hier das G, das kennst du schon, oder hier das F. Im unteren Notensystem gibt es auch eine Eselsbrücke. Wie du gesehen hast, gibt es hier auch so ein Zeichen links dran. Das ist auch ein Notenschlüssel, aber das ist der sogenannte Bassschlüssel oder auch F-Schlüssel. Der war ursprünglich mal ein F, sah aus wie ein F, dann hat man es ein bisschen verziert. Und der F-Schlüssel heißt F, weil er das F markiert. Und auch hier kannst du dir ein paar wichtige Noten merken, beispielsweise das C. Das C ist auch im zweiten Zwischenraum, aber dieses Mal von unten gezählt. Also hier oben war das C im zweiten Zwischenraum von oben, hier unten ist es der zweite Zwischenraum von unten. So, dann bleibt noch die letzte Frage zu klären. Was ist mit den schwarzen Tasten? Die schwarzen Tasten, das ist ganz einfach. Beispielsweise hast du hier ein D und da gibt es sogenannte Vorzeichen, wenn du jetzt ein B vor diese Note setzt hier, dann weißt du, da ist die erste schwarze Taste unter dem D damit gemeint, also das sogenannte Des. Du könntest das jetzt auch andersrum schreiben, du könntest auch sagen, die nächsthöhere Taste vom C, dann wirst du einfach so ein Telefonkreuz oder ein Hashtag oder wie auch immer hier vor dieses C setzen. Das Notenprogramm macht das hier anders, das nutzt hier das Des. Aber du könntest das auch so schreiben, dann wäre es genau die identische Taste und zwar die hier. Und so funktioniert es auch mit der Taste hier. Dann machst du einfach hier ein B vor das E hin oder hier mit der Taste machst du einfach ein B vor das G und so weiter und so fort. So, jetzt denkst du vielleicht, hey, das war ja einfach. Oder vielleicht hast du schon mal probiert, nach Noten zu spielen und denkst, ey, das ist aber irgendwie trotzdem super schwierig, denn Noten, die können ja auch so aussehen. Also wenn du mal ein ganzes Stück spielen willst, das hier, das sind 13 Seiten von meinem damaligen Lieblingssong von Man in the Mirror. Und das ist nicht ganz so einfach, nach so vielen Noten hier gleichzeitig zu spielen. Das macht auch nicht immer Spaß. Deswegen, falls du feststellst, dass dir das Notenspielen am Klavier keinen Spaß macht und dass diese Noten irgendwie zwischen dir und deiner Musikalität am Klavier stehen, dann komm doch einfach mal zu uns, zu Piano University. Wir spielen hier komplett ohne Noten. Wir brauchen keine Noten. Noten sind optional und freiwillig. Wir spielen hier intuitiv Klavier und das funktioniert komplett ohne Noten, auch ohne Notenkenntnisse. Wie gesagt, wenn du dich für intuitives Klavierspielen interessierst, dann nutze noch jetzt die Möglichkeit, lass dir den kostenlosen Workshop zuschicken. Dann kannst du dir mal anschauen, ob das Ganze was für dich ist und ob dir das zusagt. So, wo auch immer wir uns wieder sehen, entweder hier auf dem Kanal oder bei Piano University. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Mach's gut, bis dann.